Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Freunde, ihr könnt es unschwer erkennen. Die ersten geilen Fortnite-Turniere gehen wieder los im neuen Jahr. Erstmal frohes Neues auch für euch an YouTube. Elite Cup Weekly Finals. Jede Woche gibt es immer die Elite Cups. Ich hatte euch das ja schon mal in einem Video erklärt. Vielleicht kann das mein Cutter euch einmal verlinken. Und zwar, es gibt Contender, es gibt Opens und es gibt die Elite. Elite sind die Top 200. Jede Woche kommen aber 30 neue Duos mit rein. Und diese Woche spielen die Top 200 um dieses sageumschreibende Preisgeld. Es ist wie... use code Amar. Gut gesehen, Mods. Es ist wie die Cash Cups jede Woche. Damals, die Solo Cash Cups oder Dual Cash Cups. Aber mit deutlich viel, viel mehr Preisgeld. Und es wird diese Season auch FNCS geben. Ich bin sau gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Wenn ihr wollt, dass ich euch dazu ein komplettes Video mache, schreibt das jetzt gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights von Elite Cup Teil 1. Küsschen. Ich guck ganz kurz Contender Cup rein. Auch wenn das nicht meine Art ist, aber das ist mein Neffe, Chat. Das ist mein Neffe. Da muss ich kurz reinschauen. I have 6 builds, bro. I need some. On me? Wolf ist Squid gewesen? Ja, ja. 100? Digga. Guck mal. Ey, siehst du das? Harry? Siehst du das? Siehst du das? Da qualle ich mich aber auch, ne? Ja, ja. Da qualle ich mich auch. Da qualle ich mich auch noch. Also bei so einem Teams. I'm 4-1. Ja. Wirklich. I have 0 builds. Schon. Oh mein Gott! Oh. Digga, ich schwöre, er ist einfach besser mit Maus und Keyboard. Ja, er spielt wie so ein Controller-Spieler auf Keyboard, ey. Ja, aber er ist viel krasser. Oh. Was? Legit! Ey, warte mal. Er holt das noch, ne? Oh. 75. Oh. Besser, besser. Oh. 120 on him. Nee, er hat mit. Er hat halt. Digga, er hat einfach halt. Wir top 7 now. Er klatscht das. Digga, die sind so Banane. Okay. Alter, schön. Also komm schon. Der war ja so verwirrt, Alter. You need to use him at slow, though. You don't have that many. Yeah. Might take him down, maybe. Bro, someone's above me, there. Someone's above me. Wer ist das denn? No? Yeah, there's... Hast du es gesehen? Er ist in der Sky mit einem Balloon oder something. Oha! Oha! Was macht der denn, Digga? Der geht erstmal fliegen. Bro, what the fuck is that? Der spielt einfach Balloon! Digga, der spielt einfach mit Balloon! Vollmetz, Digga! Was? 1v1! I just don't wanna die stupid, you know? I'm just gonna play safe. He's gonna maybe run against me or some shit. Nice, let's go. Easy. Nice. Digga, Letchy for you, bitch. Digga. Also Letchy hat das ja mal komplett krass gespielt, bitte. Ey, kann das sein, dass man in dieser Season noch krasser editen kann als Maus- und Keyboard-Spieler? Das sieht so krass flüssig aus alles einfach. Aki. Wir reden so schnell, Alter. Das ist so geil. Das ist aber auch einfach ein bisschen Cheatcode, ne? Weil du so Dings schneller callen kannst. Das ist schon ein bisschen Cheatcode. 2 gegen 2. Zeig mal her, Spanier. Unos. Und los. Der hat alles, glaube ich. Ja, der hat alles da unten. Doch. Die sind tot. Okay, jetzt. Er hatte nicht mal Metz, Digga. Er ist gestorben. Oh! Vamos! Vaya puto Partidone, hermano! So, wir bleiben auf Vadial drauf, Chat. Mal schauen, was Vadial die kleine Maus machen kann. Ey, by the way, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe das gestern schon mal kurz gesagt im Stream. Ab nächster Woche ist Vadial hier für 2 Wochen bei mir zu Hause und ist mein Praktikant. Ich habe noch gar keine Idee, was ich mit ihm machen soll. Aber er ist mein Praktikant. Er ist offiziell von der Schule freigestellt 2 Wochen lang, um Amars Praktikant zu sein. Ist ein Schülerpraktikum. Ich kann ihn auch schlecht bewerten. Vielleicht lernt er mal Wäsche waschen. Der Balkon muss unbedingt mal wieder sauber gemacht werden. Ich bin zurzeit auch unglaublich verspannt. Ich mag auch sehr, sehr gerne... Also, ich werde ihm das vielleicht beibringen. Vielleicht könnt ihr ihm das auch schon mal sagen. Ich mag 4 Spiegeleier mit 2 Brötchen morgens. Oh, gut,
Kurwa. Kurwa. Digga, rest in, er ist W-Mate. Er ist ein W-Mate. Da bist du, Chat. Und tot. Was? What? Oh mein Gott. Alter, imagine er restet nochmal. Er schafft sogar. Er schafft sogar. Halt die Fresse. Halt die dumme Fresse. Immer wieder 30 HP. Chillig. Und jetzt nochmal. Boah, ich stopp. Oh mein Gott. Nein. 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 Er ist so fett, Digga. Oder du spielst ein Fortnite und machst unglaublich viel Earnings. Ah, he's out. I got it. Come here, top head. Wait, what the fuck is going on? Hammer uns up, right? Okay, ready. I'm in the box. Oh my god. Er ist der Beste. I don't know. Jetzt rein da. Nah. Oh. I'm a bug. Jetzt ist ein Solo. Okay. Jetzt ist ein Solo. It's a solo on high, by the way. It's a solo. Hä? It's a solo. He dropped down at 3. Nein! Nein! Digga, der hat 2 HP oder so. Warum lachst du? Ja, das ist so schlecht. Bei mir? Bei uns heißt ein Pizza einfach italienische Ballerchicken, Digga. Okay. Alright, scheiß drauf. Wir gehen rein ins Endgame, Chat. Digga, ich schwöre sogar, ich raffe gerade gar nichts, was hier gerade passiert. Ich höre nur bum 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 bum. Ballerschinken. Das ist das Einzige, was ich höre. Gute Rotation. Madness und rein da. Digga, türkische Pizza, Junge. Deutsch-türkische Palatschinken, Digga. Scheiße. Lama, Junge. Oh Gott. Oh, bitte hol ihn dir. Ihr braucht ein gutes Game jetzt. Er will ihn so doll hunten. Schade. Flip, ne? Wo ich nicht reinkam. Ey, die Jungs sind gerade ein bisschen an der Nase. Nase popeln. One minute. Maximum. We're gonna win that game, not gonna lie. Come to me. Das ist so süß. Okay, just, don't take zone. Above me ist der Knock. Stop in me. Digga. Donnert. Oh. Digga. Er choppt den falschen Layer, Digga. I'm here solo, I got double headed. I'm healing 1 minute, we're gonna drop him in. Below me, come now. Nein. Oh nein. Nein. Top 5, let's go. Oh, wer ist das da oben? Das ist Belusi, aber Belusi spielt auch nicht mal mit Hijo. Mit wem spielt Belusi gerade? Digga, diese Lobby hatte komplett alle. Die haben Mr. Savage, die haben Tayson, die haben Thomas HD, die haben Malibuka, die haben alle. Ah, spielt mit Swifty, okay. No way. Oh mein Gott, Reason, wie er da rausgekommen ist. Sehr gut, Reason. Stark, Reason. Der Highground-Play ist es vielleicht. Vortex auf den Highground. Belusi und Vortex auf den Highground versuchen sie jetzt zu machen. 100er Hit jetzt hier von Giannis. Aber das Problem ist, Vortex ist ein ziemlich krasser Ficker. Never mind. Und sie haben Highground aufgegeben. Sie haben den Highground-Chat. Biggie wird gepoppt. 5 Splashes haben sie auch noch. Digga, Volko FN, Junge. Volko, du Vollbanane, Alter. Ach du heiliger Bimbam. Und das war's für Giannis.
Reason is dead. Janis mit 150 HP. Ist im Logon, hat keine Mets mehr. Ist komplett runtergefallen. Und tot. Top 9. Und Volko FN und Durden Chat. Weil sie einen Hammer haben, haben sie den Highground. Tot. Nice. Wen haben wir noch mit dabei? Mr. Savage und Eyedrop? Die Jungs sind heiß. Ey, ich muss sagen, mit diesem Hammer, ne, kann halt wirklich jeder Volknecht auf Highground gehen. Ist halt keine Kunst. Früher war es eine Kunst. Jetzt ist es für jedermann. Ich sag nicht, dass das scheiße ist mit dem Hammer. Weil dann schafft es ja jeder auf Highground. Dann ist es auch mal spannend. One v 2. Ja. Wer ist denn der andere? Das ist Tormzy. Tormzy 1 HP. Wenn er das gewinnt, 100 Subs. Schade. Mr. Savage und Eyedrop holen sich die nächste Runde, Chat. Und damit müssen die jetzt sogar erster Platz sein. Laut Leaderboard. Dickes GG. Digga, und jetzt hat er alles, oder? Ja, doch nicht. Oh, Hacker ist da. Hacker ist da, Chat. Gucken wir sofort. Was? Und tot. 30er-Ticks. 30er-Ticks. Digga, das sind die 30er-Ticks, Chat. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Digga, dieses Runterfallen immer jedes Mal. Das ist ein Solo. Nee, das ist ein Solo auch. Oh mein Gott. Boah! Buena! Pariba, pariba! Oh, er hat high. Er weiß es nur nicht. Digga, guck dir das an. Alles zerfällt. Die ganze Zeit, alles zerfällt. Bruder! Aber die spielen sich auch gegenseitig, die Mates. Digga, ich glaube, die fighten sich die ganze Zeit. Digga, ich glaube, die fighten sich beide die ganze Zeit, Chat. Das muss der verdiente Sieg sein. Das ist der verdiente Sieg. Das ist so doll der verdiente Sieg. Das ist schon der zweite Win, oder? Naja. Mucho solo, sí. Un duo solo. Me han tirado. Oh. Sube, lo tienen. La tigre sale. Oh. Oh. Digga, was geht hier ab? Er whifft so hart. Te puedo tirar, creo que te tiro. Und er schon wieder sein Mate. Oh Gott. Ist el único peligro, esa gente, eh. 160. Crack. Oh Gott. What? Nur noch einer. Se lo he rematado. Trabajo. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Will ihn aus! What? Was geht hier ab? Nein. Oh mein Gott, er lebt doch. Pendejo! Nein! Was? Nein! Was macht der MVP, Digga? Einfach nur ein Deutscher. Egal, GGs, die Jungs haben super gespielt. Er ist in-game. Chat und YouTube. Wir gucken jetzt einem zu. Das müsst ihr euch merken. Du bist ein, dafür fehlen mir die Worte. Jeder, der in gewissermaßen ein Competitive Herz hat, der hasst Hacker. Gerade wenn es um Geld geht auch noch. Ich verstehe sowas nicht. Aber wir gucken ihn dir zu, um zu verstehen, was hier passiert. Er tippt sich zu den Leuten. Was ist das denn? Сделаешь еще, чтобы на ног, ну так не. Hä? Ein Sniper-Bug, Digga. Ach, deswegen nimmt er den Shieldkick nicht. Braucht er nicht. Ich fass das nicht. Also jeder, der nur ein bisschen Competitive Herz hat, der hasst solche Menschen. Und wie kann der noch nicht gebannt sein? Bitte. Das ist ein neuer Kampf. Ah, okay. Ah ja? Aha! Ja, nice! 800 Meter, Kill. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, da kann er auch nichts machen. Sehr gut. Peace in. Full Beast. Full Beast. Oh, stark gemacht. Ah, ich werde auch gleich gehackt. Alles gut. Ja, der redet gerade. Jebras die Million. Irgendwie deinen Namen gesagt, hab ich gehört. My Russian friends. I come in peace. Na zdrowie. Na zdrowie. Thank you. Amar, thank you. See? Amar, say hello to Moldova. Ich sag gleich hallo zu deiner Mutter, du.
Hello Moldova, my friend. Er war gebannt auf dem Main-Account, hat sich dann einfach einen neuen Account gemacht und kann jetzt wieder spielen. Das verstehe ich nicht so ganz. Achso, er hört mich einfach die ganze Zeit im Mainstream. Nice. Die DOS nicht gleich. Nein, alles gut. Da, Fluxi, da. Er hat einen Spoofer. Ah, okay. Can I know if you have a spoofer? Amar, we don't use spoofers. We don't use anything like this. We every time buy a new PC, you know? We every time buy a new PC. Okay, wir gehen rein ins Leaderboard. By the way, alle, die es nicht mitbekommen, die Top 50 qualifizieren sich fürs Finale, wo es unter anderem 10.000 für den ersten Platz gibt. So, das ist krass. Das ist richtig krass. Wer heute nicht performt hat, kann übermorgen immer noch performen. Oder wenn ihr das YouTube-Video seht, morgen. Also, mit dabei, oben, Top 50. Pardusei, Sweezy, Tundra Messi. Wer ist das? Wer ist Tundra Messi? Pink. Nice. Ich hasse euch. Ich hasse sie ganz doll, die Pros. Naps und Pink auf der 3. Hyjo und Fast Rookie. Mr. Savage und iDrop, wir haben es vorhin auch gesehen. Mega krasse Performance heute. Auf der 5. Digga, wir haben sogar den einzigen Sieg von denen gesehen heute. Lul. Hellfire und Refsguard. Mbappé. Folko und Durden. Okay. Bad Sniper und Flukito. Loki und Eclipse. Siren ist oben mit dabei. Den sehen wir auch öfter zurzeit. Sky Dune. Yannis zockt und Reasonay. Haben sie einen Sieg geholt? Die haben 2 Siege sogar geholt. Stark. Sehr gut. Jerky und Rulex, wen haben wir noch? Tasten und Mehrstabs sind auch nochmal auf der Aufholjagd gewesen. Mappy ist oben mit dabei. Hashtag Masterclass-Chat. Queasy und Veno auf der 51, Malibuka Thomas auf der 52. Digga, die Jungs müssen Gas geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auch wieder auf die Turniere. Ich werde noch ein Erklärvideo dazu machen, was alles diese Season wieder ansteht. Unter anderem FNCS, unter anderem Solo Cash Cups, Nobled Squad Cups und Duo Elite Cups. Digga, das Ganze steht an, plus natürlich die ganzen einzelnen Cups, die noch kommen. Und unter anderem Amar X Eli Cup. Aber das wird für Content Creator sein. Das ist so der Plan. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ich seh kein Schwarz-Weiß. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.